Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Ark. Hallo. Und zwar ist es die allerletzte Folge von Ark Mythos. Und nochmal kurze Info, ab heute oder dieses Wochenende kann man wirklich bei mir Mitglied werden. Das sieht dann so aus. Es gibt drei verschiedene Stufen. Zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel für die eine Stufe einen garantierten Zugang zum Community-Server. So, das wird es in Zukunft halt geben und ich werde noch andere Stufen dazu holen. Mal gucken, was alles noch gibt, aber nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Es gibt drei Stufen, für jeden gibt es halt verschiedene Vorteile sozusagen. Aber ich werde euch das auch nochmal in Livestream komplett erklären, aber beginnen wir schon mal mit der letzten Folge von Ark Mythos. Gary und ich haben schon mal Ticken vorbereitet. Ihr seht schon, vor uns ist eine Fledermaus. Links da vorne, ja, Gary holt die schon. Wir haben ein bisschen, wie gesagt, es wird am Ende eine... Den kenne ich sogar noch. Ja, ich sag doch, das war der, den wir in der zweiten oder dritten Folge gesehen haben. Ich gesagt habe, kann ich den haben. Jetzt habe ich ihn endlich. Ja, bitte. Okay, so, wir werden am Ende kämpfen. Am Ende wird zwischen uns einen fetten Kampf geben, weil, ihr habt ja gesehen, man kann keinen Bosskampf hier starten, weil ihr wisst ganz genau, was wäre. Oh, okay. Ich habe nur einmal gedrückt. What the fuck? Warte nochmal. Ja, mach mal. Das ist da, wo du hinguckst. Geil. Auf jeden Fall, einen fetten Bosskampf können wir nicht bestreiten, weil alle werden One-Hit. Alle. So, deswegen werden wir gleich eine 10-Party haben von Myth-Dinos, die ihr noch nicht gesehen habt und wir auch nicht. Wir sind schon übelst gehypt darauf und natürlich auch auf die neue Staffel, denn ihr habt ja Ark Genesis schon gesehen, wird auch noch ein Projekt, aber ich habe erst gesehen, es kommt Dezember raus. Das ist halt ein bisschen... So, okay, Gary, kommst du nochmal zum Prometheus-Altar? Jo. Denn hier... Gary hat ja den hier gesehen, der befindet sich halt noch da vorne. So, der hier, den haben wir natürlich in der letzten Folge gesehen. Warte mal, Kollege. Ja, hast du das gerade gesehen? Hast du gerade dieses Ding gestartet? Nein, ich bin jetzt erst unten. Komm weg hier, hier wird nichts gestartet. Hallo? Ich wollte gerade sagen hier, niemand kann ihn aufhalten. Hol mal Zeit hier, du schwaches etwas, du hier. Ja. So, pass ich bitte. Oh, ich bin schon gespannt. Ich werde Gary so fertig machen. Aber jeder darf halt seine Dinos. Wir werden das halt gleich richtig aussuchen, wer was nehmen darf und so weiter. You know? Und? Ach du Heilige. Wie heißt der? Balrog. Sag eher gut. Warte, oder? Hast du was gefunden? Ja, ich komme mit einem, aber nur. Er heißt Balrogs Level 900. Alter Schwede, warte kurz. Okay. Okay. Der hat sogar einen Mantel hinten. Oh, ist ein Tare. Zemin, los. Sicher, dass ich... Okay. Zemin. Los, du darfst es, Gary, los. Hast du? Geht doch. Na, nice. Okay, Gary, wir haben dich gerade gesehen. Okay, zeig mal, was du kannst. Zeig mal weiter. Linksklick. Ja. Rechtsklick. Okay, die machen aber immer dieselben Attacken, ne? Wie die anderen. Okay, was kann er noch? Okay. Okay, das ist geil. Geht nicht. Aber die Attacke gefällt mir. Die gefällt... Wie viel gibt die ihn ab? Keine Ahnung. Aber der sieht heftig aus. Oh, er kann springen. Der sieht krass aus. Heftig. Okay. Ja, ist gut jetzt. Ist gut jetzt, Balrog. So, Gary, du musst mitkommen. Komm mal her. Komm, die 10-Tour beginnt. Gary, mach dich bereit. Ich weiß nicht, ob es wie bei Ace ist, dass wir sterben. Oh, no. Oh. Okay, erst down. So, leg dich hin, Bro. Was willst du eigentlich? So, Gary, pass auf. Komm mit mir mit. Und zwar hier vorne. Warte, wir müssen auf Gary warten, weil ihr kennt sie ja. Dann fragt ihr, wo bist du denn? Gary, nicht runter! Oh Gott, du kannst... Eventuell bist du tot. Nein. Oh doch, schau, was da unten ist alles. Ja, aber ich bin schon wieder da. So, Freunde, hier ist die 10-Party. Wir gehen jetzt runter. Gary? Okay, bist du... Warte, Pech gehabt. Okay, auf geht's, los. Ernsthaft? Okay, Frau... Gary, ich fliege. So, okay. Fliege? Wir haben hier eine Frau. So, sie ist wunderschön. Ja. Gary, ich hab... Oh mein Gott, Gary, hau ab! Warum? Sie hat mich getötet. Bitte noch nicht zähmen, okay? Das war unfair jetzt gegenüber mir. Alles deine Schuld, das war irgendwie Karma ging auf mich hinüber, weil du mich geboxt hast. Geschieht dir recht. Ach, warte mal, bevor ich jetzt da hingehe, schaut euch das mal an.
Was hast du denn da? Ja, was hab ich denn da? Oh. Okay, ich hab einen Fisch gezählt, Kappa. Ja, Gary, ich komm zu dir. Ich hab gedacht, der wäre schöner. Es tut mir leid, Dodo Rex, wollte ich dich beleidigen. Alter, der Drache, Shenlong. Ja, den wollte ich mir holen. So, okay, auf geht's. Hey, Baby, du gehörst mir, Kleines. Oh, ich fliege weg, Gary. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weg mit dir. Hä, was passiert mit mir? Egal, noch eine Frau. Wir haben eine Frau. Oh Gott, oh Gott. Baby, ruhig. Ich will einen schwarzen Drachen haben. Hoffentlich kann man den noch zähmen. Nee, den kann man anscheinend nicht zähmen. So, Bruce Lee, komm in meine Familie, Baby. Kann man auch nicht zähmen anscheinend, keine Ahnung. Wo ist denn die eine Frau? Da ist sie, da vorne. Okay, das Pferd ist auch da vorne. Oh Gott. Warte, die hat einen Effekt. Ich fliege. So. Jo, ich hab sie. Ich hab schon zwei. Okay, pass auf. Baby. Freunde, hier, ich mach grad nichts. Geh ich zur Musik? Ich kann euch leider die Musik nicht zeigen. Oh, warte mal. Okay, ich kann wieder gehen. So. Du, neu in der Base. Ich hab die da oben einfach abgestellt, die beiden. Ich hab Angst zu sterben. Oh Gott. Hi, Baby. Sie tanzt immer noch. Noch eine Frau? What the fuck is that? Jo, ich hole mir die ganzen Frauen. Ich hoffe, Gary hat noch keine gezähmt. Nein, Gary hat noch keine gezähmt. Das sind meine Frauen. Oha, was ist das denn? Okay, warte mal. Ah! Ich hab irgendwie... Wir müssen am Arsch ran. Jo! Wir müssen am Arsch ran. Ansonsten können wir nichts reindrücken. Am Arsch. Also am Popo. Diese Copyright-Musik, ne? Meine Frauen müssen kurz warten, Gary. Ich hab mir ein paar neue... Ja, ich hab ihn! Jo! Alles klar. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Komm, resume hier. Och, komm. Hör auf. So, ihr bleibt jetzt alle hier. Holy moly, was ist das denn? Ist das eine Frau oder ein Mann? Ich glaube, es ist ein Mann. Okay, ich hab ein Team meiner... Okay, so, warte mal, gehen wir ganz kurz hier weg hier. So, ich teleportiere ganz kurz weg. Das wird mir hier gerade zu heftig. Okay, Freunde, wir sehen die Schönheiten noch nicht wirklich, aber wir teleportieren die kurz weg. Weil das wird hier, wie gesagt, ich will die nicht verlieren, okay? So, und du kommst auch zurück. Alles klar. Okay, weiter. Gary, weiter hinten sind auch noch welche, okay? Hallo! Von was bist du gestorben? Lubu. Lubu hat mich getötet. Lubu, hast du gut gemacht. Lubu, so, warte, was haben wir jetzt noch hier hinten? Oh, hier, wir haben Jet Li hier. Warte, den holen wir uns ganz kurz, den Affenkönig. Ich bin gerade so erschrocken, Alter. Okay, wir haben ihn. Ich bin gerade verrückt gewesen. Okay, Warum? Ich bin auf den Affenkönig drauf, Gary. Er ist sehr langsam. Hier ist noch ein Featherlight, aber... Du hast sehr viele Viecher schon. Wieso? Hast du kaum noch welche so? Ich lasse dir was übrig, okay? Ich will nur noch einen Shenlong haben, und zwar den schwarzen, okay? Oh, ich hasse es. Wartet, Freunde, ich habe was gefunden. Was ist das denn? Meine Geheimattacke. Ja. Hallo, Watchman. Das ist ja ein süßes Ding da. Oh Gott, jetzt sollte ich aber... Warte, bevor wir jetzt da weitergehen. Passiv. Ansonsten rip mal live. Gary, hier ist ein Doggy für dich. Oh shit, ey. Wo hab ich mich denn hin teleportiert? I don't know. Oh, warte. Und den hier. Ja. Okay, ich hab ihn. Ich hab die Nummer 1339884. Keine Ahnung. So, Kleiner. Neue Base, bitte. Hallo, Shenlong. Darf ich dich mitnehmen? Den Weißen? Kannst du ruhig mitnehmen? Wenn zuerst kommt. Okay. Nein, ich hab den Weißen schon. Okay, ist mir egal. Wenn du den Schwarzen kriegst, kriegst du ihn. Ich hab ihn. Wie geil ist das denn? Hallo, Shenlong. Ab zur neuen Base, Baby. Oh, Gary, wir werden richtig kämpfen. Warte mal, ich will mein Schild hier weghaben. Der nervt. Exekutive, du gehörst auch mir. So, und Bruce Lee will ich in mein Team haben, weil ich bin so, ich sag mal, Karate-Fanatik, so ein Fanatiker, gerade wenn es um Jackie Chan geht, und Bruce Lee muss ich in mein Team haben. Hat zwar nur Level 45, aber ist egal. No! Wurdest du auch getötet? Ja, von Jumper. Oh nein, ich hoffe, mein Dings lebt noch. Okay, ja, er lebt noch. Okay, ja. Komm mal, hier ist... Okay, hier waren wir noch nicht bei der Burg. Alles klar. Okay. Wir haben kaum was von der Karte gesehen. Scheiße. Da hinten ist ja noch eine Burg. Ja, hier ist auf jeden Fall noch eine Burg. Da kann man sogar reingehen.
Ja. Ja, gut. So, Freunde, wir sammeln jetzt kurz die letzten noch ein und dann beginnt gleich der Kampf. Aber wir gehen noch zu den Altaren der Götter hin. Jeder darf sich zwei auswählen. Du hast dir das Pferd geholt? Ja. Alles klar, okay, Freunde. Ich wollte die schöneren haben. Ja, Freunde, wir haben jetzt alles ist voll. Aber Gary, komm mit, wir gehen jetzt zu den Altaren. Jeder darf sich zwei auswählen, okay? Ah, Freunde, schaut euch mal klein auf die Schulter an. Das ist Watchmen. Das ist ein Megapithecus mit einer Wolfsmaske. Wie geil. Ja, ich warte auf Gary, wie immer. Okay, los geht's. Gary will die Schildkröte haben, da steht Tortoise und dann da zu Flower Dings. Und ich gehe jetzt. Warte, ich gehe hier jetzt erst zum Phönix. Gary, du kannst auch machen. So, warte, wir müssen Turn On machen. Oh! Kommt da jetzt? Oh Gott, die Musik ist geil. Okay, ich mach dann okay, jetzt. Okay, ich mach auch. Wie geht das? Arigato gozaimasu. Hi, hi. Okay, Gary musste kurz mit der ACM-Mod gucken, halt, wie wir die kriegen. Aber jetzt funktioniert es. So. Man kann sie in GCM-Mod nicht herbekommen. Hä, warte mal. Oh Gott. Crossbow. Gary, okay. Back. Ich auch. Ich weiß aber nicht, ob die gut oder böse sind, ne? Ich weiß es einfach nicht. Oh, Kollegen, Alter, ihr seid so laut, ne? Oh, Kopfschmerz, ne? Okay, bitte sei gezähmt, bitte. Wir haben es gecraftet. Man craftet die Sachen her. Okay, aus mit der Musik hier. Junge. Okay, jetzt hole ich den auch noch her. Ich rufe den. Myth Phoenix, herbei. Ja. Okay, er ist lieb. Okay. Wen rufe ich zuerst her? Ja, das ist jetzt eine Frage. Okay. Beauty Beast. Warte. Ey, come on. What? Beauty Beast. Komm mal weg da. Wir töten unsere ganzen Dinos. Ich kann nicht auf ihn rauf gerade. Du kannst nicht rauf? Okay, Alter, es leckt. Okay, wir werden auf jeden Fall, keine Ahnung, das wird ein brachialer Kampf. Oh nein, man braucht einen Sattel dafür für ihn. Okay. Gary? Ja? Die haben keine Energie. Wie? Wir können mit denen nicht kämpfen. Und die sind übelst schwach. Also, ihr seht ja, Freunde. Sicher. Man kann nicht mit denen kämpfen. Also, so wie es. Mein Phönix ist ja weg. Gary? Die porten sich gleich weg. Okay, dann holen wir einfach nochmal. Oh. Ja, er ist weg. So, warum das alles denn? Klar. Dann, keine Ahnung, dann haben wir sie wenigstens mal gesehen. So, zeig mal her. Ja, schön, dass du ihn herrufst, wenn Alter. Ich noch nicht mal bei dir bin. Aber okay. Hier ist er. Hier. Ich bin am Strand. Und, ach, da. Stopp. Oh Gott, bist du tot? Nein, ich bin aber hier in der Nähe. Nicht angreifen. Okay, wenn du den holst, Junge. Dann hole ich ihn jetzt. So. Alter, pass auf, komm. Los, komm. Geh rauf. Danke. Was ich denn? Ich kam noch nicht mal drauf. Hä, Gary, du bist, wie gesagt, du bist immer Nein, zu langsam, Gary. Nein, du hast gesagt, geh drauf, aber da war ich schon tot. Okay, auf jeden Fall, die müssen... Oh Gott, warte mal, ich muss weg hier. Wenn der Tiger jetzt verschwindet, dann bin ich jetzt auch gleich tot. Schön, stirb. Ja, das war's für mich. Oh, oh. Gary, es tut mir aber echt leid. Komm schnell her, komm hier irgendwie her. Ja, ich bin an einem Strand ohne meine Sachen. Gary, kannst du die Passi pfeifen? Ich bin noch nicht mal bei dir. Ich muss den ganzen Weg laufen. Ich bin tot. Oh. Alter, ich greife jetzt gerade kurz an, ne? Ja. What? Stark? Nee, das weiß ich nicht, aber die Attacken sind übelst geil. Hast du das Fett schon... Ach nee, hat sich erledigt. Okay. So, jetzt stelle ich kurz meine auf. Ich reite gerade dein Doggy, ne? Ja. Ich bin Doggy. Ich das bin er. So perfekt. Oh Gott. Ja, moin. Okay, Alter, wie geil ist das denn? Fühlt sich irgendwie voll cool an, den zu spielen. Oh, töte sie. Oh Gott, töte sie doch nicht. Du tötest sonst meine Dinos. Ah, warte, Ed. Doggy ist nicht so schnell. Mhm. Warte, Robert, Raptor, komm. Ha, 2 Milliarden gibt er ab. Ja, moin. 1 Milliarde, okay. So, das ist meine Armee. So, wir haben einmal hier Boom. Der sieht so aus. Sieht schon geil aus. Dann der gefällt mir halt nicht so. Dann der hier, irgend so ein Magier, sieht übelst nice aus. Dann haben wir den hier. Scheint aber, ich glaube, ein Mann zu sein. Dann haben wir Bruce Lee natürlich am Start. Unsere 2 Drachen und den kleinen T-Rex. Dann haben wir hier so eine kleine, keine Ahnung, aus welchem Spiel sie kommt. Dann haben wir Jet Li hier, also den Affenkönig. So, zeig dich, da. Dann haben wir hier die Girl Group. So, das ist, weiß ich nicht, Chang Ming. Das ist Tiang Sang. Aha, deine Girl. Dann die hier. Aha. Dann die hier. Und dann die gefällt mir am geil.
Gary, schau ihr nicht in die Augen, da verfällt sie in Liebe. Und natürlich den Jumper. Wollte Gary halt nicht haben. So, ich denke mal, meine Girlgroup, die wird's natürlich machen. Hier, sie ist übelst motiviert. Yeah! So, und sie hier. Sie hat eine bestimmte Fähigkeit. Gott, ich fliege. Warte. Gary, du musst abhauen. Hast du sie nicht auf Passiv? Das sind die Raptoren, Mann. Nein, aber ich meine, hast du deine Viecher nicht auf Passiv? Ist egal, sobald irgendwas in der Nähe ist, alles ist tot. Paracea, come on. Warte, er greift an. Greif ruhig an, Kollege. Greif an. Er fliegt! Bye-bye! Lebe sie wohl! Wie geil ist das denn? Okay, Jumper, come on. Die Nerven. Gary, hau ab. Ich bin schon weg. Weg mit 46 Millionen. So, bevor sie noch kommt, mach einen Strahl. Alter! Oh, Gary. Okay, dann gehen wir jetzt kurz nochmal rüber zu Gary, was sie jetzt dort hat. Ich hab viel weniger. Gary hat viel weniger. Sie wollte halt da drüben die paar Sachen nicht haben, aber sie hat einmal den hier, den hatten wir ja auch schon mal gesehen, der sein Gesicht im Bauch trägt, der keinen Kopf hat. Dann den hier natürlich. Dann ihr Pferd, Lubu. Dann den hier. Dann der kleine Doggy, auf den ich vorhin geritten bin. Dann das Pferd. Das kann man evolven. Evolven? Das ist aber kein normales Pferd. Nee. Dann Kirin. Dann den hier. Und den hier. Ja, Gary, du musst, also ich hab einen kleinen Tick mehr, muss ich dazu sagen, aber das liegt halt nur an den Frauen. Problem ist, die Frauen sind One-Hit. Ja, Gary, du hast sozusagen mehr. Nicht. Kommt drauf an, wie viel sie an Schaden machen. Gary, die haben noch nicht mal eine Million Leben. Ja, aber kommt drauf an, wie viel Schaden sie machen. Machen sie mehr Schaden, so. Ne? Ja, wir treffen uns da vorne beim Phasen, okay? Nimm deine ersten Dinos mit. So, wir haben den ersten Kampf. Der hier und Boomer. Alter, Boomer sieht so fies aus, seine Fresse ist halt richtig zum Töten geeignet. Gegen Kirin und den Enforcer. Gegen die Minions. Okay. Ich hab gepfiffen, Gary. Ich hab gepfiffen. Boom kommt. Oh okay, Gott, Gary. Rückzug. Ich nehme ein bisschen Abstand, sodass ich auch sehe. Oh Gott, und? Gary, deine Lauf nicht. Oh Gott, wir müssen jetzt... Ja, ich lass dich zuerst angreifen, so. You know? Ach so ist das. Okay, und? Okay, das war's. Beide tot. Beide tot? Yep. Dann hol mal was Großes her. Come on. Und? Oh Gott. Warum ich weiß es nicht. Gary, es wäre besser mit... Okay. Was? Okay. Okay, warte. Das ist gerade zu heftig. Ihr Kollegen, ihr kommt beide mit. So, like a boss. Kommt, Mädchen. Kommt. Oh, sie können laufen. Gary, sie können laufen. Wie geil ist das denn? Kommt, Mädchen, komm. Kommt. Gary, ich hole meine vier Frauen. Meine fünfte Frau wartet noch, okay? Ja. Aufgepasst. Okay, Motivierte, du wirst es auch schaffen. So, Gary, ich gebe dir jetzt eine Chance, du darfst zuerst angreifen, okay? Alles klar. Mädchen, Girl Group, ihr wird's. Ich dachte, du wärst das gewesen. Er kommt. Okay, ist coming, ist coming. Das Problem ist, sobald jemand angreift, stirbt er durch Dings. Oh. Sind meine Mädchen tot? Nee. Was passiert? Doggy gibt 111 ab. 111? Ja. Und meine Mädchen? Wer ist tot? Er ist tot? Ja. Wie, er ist tot? Er ist tot. Von meinen Mädchen? Ja, die haben nichts gemacht. Hä? Ich bin bereit. Hol deine stärkste Kreatur. Denn jetzt kommt Sexy Girl. Alles klar. Oh, sie wird dich fertig machen. So, warte mal. Linksklick. Heftig, rechtsklick. Sie begibt aber keinen Sound. C. Yo, nice. Okay, das sind unsere Attacken. Und die werden wir gleich im Kampf benutzen. So, einmal das hochmache. So, ich komme. Alles klar. Die sieht richtig gut aus. Geil. Hübsch, ey, hübsch. Weg mit dir. Also Leute, ich bin immer noch der Meinung, dass es sich nicht lohnt zu kämpfen, weil wer den ersten Schritt macht und angreift, verliert. Ja, Freunde, deswegen, ich könnte jetzt zu Garys Armee hingehen und sie wären alle tot. Deswegen wird Zeit, dass wir das Projekt beenden. So, komm her, komm. Eine Bo geht in den Kampf. Komm. Ja, komm. Alter, wie viel Energie hab ich? Holy shit. Ja, los, komm. Komm, greif. Du hast da gerade 2 Millionen gerade stehen gehabt. Los geht's. Komm. Alles klar. Nee, so ein Kampf können wir nicht, das funktioniert nicht. Geh mal mit allen auf mich drauf. Kommt, Junge, kommt. Sie macht euch fertig. Weg mit euch. Okay, ich bin schon wieder tot. Weg mit euch. Sie sind alle auf Passiv. Ach so, das sagt ja, das doch. Ja, ich hab sie auf dich gepfiffen, aber nicht alle sind mitgekommen. Alle ja, sind nicht mitgekommen. Doch, es sind alle mitgekommen. So, warte.
So, okay, sie greift mich an, oder? Hallo, Kinder! Oh mein Gott, siehst du das? Ja. So, ich versuch mal meine Superattacke zu machen, damit ihr hochfliegt. Aber auf was geht die? Ich weiß nicht, auf was sie das gemacht hat, aber sie hat die Möglichkeit. Okay, wir sehen, sie haben keine Chance. Das Pferd hält am meisten aus. Das Pferd meins, mein Baby. Gary, ich kann das Pferd nicht attackieren? Ja, gut so, Pferd. Hä, ist es in irgendeinem Modus drin oder was? So, Pferd, komm her. Gary, ich komme. Ich komme. Nein, oder warte, mach mal auf passiv. Pass auf, ich hole meine Geheimwaffe. Ich komme gleich wieder. Jetzt kommt die Geheimwaffe. Also, sie muss sich wirklich sagen, muah, bravo, hat sie wirklich gut gemacht. Also, Respekt. Aber eventuell, ich weiß nicht, ob das Pferd irgendwie ne, in irgendeinem Command drin ist, aber ich denke mal nicht. Wir werden jetzt mit was Besonderem hingehen. Gary, warte kurz. Ich hoffe, du siehst mein Viech. Ich hoffe, du bist schon, vor Angst zitterst du schon? So, und zwar, Watchman, noch nicht angreifen. Ich muss kurz mit ihm reden, ja? So, Watchman, pass auf, du kämpfst jetzt gegen Gary, ja? Ich glaube an dich, du wirst es schaffen. Easy peasy. Okay, Freund? Gut. Ich hoffe, wir sehen uns gleich noch. So, Gary, also, er ist bereit. Ich habe ihn auf Dings gestellt und warte ganz kurz. Oh Gott, Watchman. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, Kleiner, okay? Ja, nicht weinen, nicht weinen. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich pfeife ihn auf dich, okay? So, gib ihm eine Chance. Oh Gott, Kleiner. Oh mein Gott, seht ihr den kleinen Süßen hier in den Kampf? Ich kann nicht auf ihn pfeifen, warum nicht? Er ist zu klein. Gary, na komm, du hast doch gegen so einen kleinen keine Angst, oder? Doch. Ach komm, kann einfach ich runter. Kann ich nicht aggressiv machen hier, die Viecher? Schaut euch das mal an. Doch, einfach neutral pfeifen. Oder auf aggressiv. Schaut euch das mal an. Jo! Er macht euch... Ja, Gary, dein Pferd ist tot. Du hast sie nicht getötet. Geschieht ihm recht. Er hat alles andere von mir du getötet. Du hast sie nicht getötet. Doch. Rache. Das gibt eine Rache. Jetzt gibt's eventuell den letzten Schlag, den wir jemals machen können hier. Und? Okay. Komm her, komm. 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 Hast du Angst oder was? Yo! Wie viel Schaden hast du gemacht? 704 Millionen. Ich bin nach vorne gebasht. Ich bin zack, aus dem Bild raus. Ich konnte noch nicht mal irgendwas machen. Ja, ich guck mal hier, ja, aber meine die Attacke. Die Attacken sind einfach unnötig, weil... Guck, du greifst mit einem an, die Viecher stehen nur da und machen schon minus... Ich weiß, keine Ahnung, es ist zu heftig, Leute. Deswegen ist die Mythmod halt und Prometheus halt... Ne? Aber es hat Spaß gemacht. Nee. Komm, wir töten noch die restlichen Viecher, komm. So, Gary, bist du bereit? Bleib stehen. Ja, ich pfeife einfach auf dich und dann... So, kann ich pfeife auch auf Dino dich. Weg, den ich Let's go! Okay, Freunde, jetzt gibt's komplette Endkampf. Wer stirbt? Wer überlebt? Jo, Bruce Lee macht sie alle fertig! Nee, warte, Bruce... Der Ritter hat gewonnen. Nee, warte mal, gegen wen kämpft er denn noch? Ich erkenn's nicht. Jumper. Oh Gott. Was war das denn für eine Attacke? Was war das für eine Attacke, die große? Keine Ahnung, aber dieser komische eine Typ, den du mir gegeben hast, der greift gar nicht an. Wukong, meinst du? Ja. Der läuft eher weg, ne? Der rennt mir hinterher. Ja, dann pfeif ihn drauf. Ich glaube, er hat die Attacke gemacht. Ist mein Dude hier tot? Der ist tot. Ach so, deswegen konnte ich nicht auf ihn pfeifen. Ja gut. Der ist tot? Nee. Wukong und der blaue Viech. Das blaue Viech. Das wird ein Endkampf. Aber meine Frau bleibt am Leben. So. Jetzt geht's los. Gary macht dich bereit? Ja. Er kommt noch nicht? Hau ab da. Da! Oh Gott. Ich hab Uge pfiff. Ist er tot? Nein, nicht. Der greift gar nicht an. Ja, warte, ich hab nicht auf neutral gepfiffen. Okay, tot. What? Okay, dann ist der hier und sie, Freunde, ich zeig euch jetzt mal kurz, sie sind die Stärksten. Gary könnte ja ihr roten Drachen zur Verfügung stellen, aber... Nein. Oder glaubst du, ich kann gegen den hier kämpfen? Gary, du nimmst jetzt kurz den blauen, weil ich vertraue ihr hier, dass sie stärker ist. Ich weiß, sie ist die Göttin von der 4Y Mythmod. Let's go! So, okay, was hattest du gesagt? Wir sind Gott begegnet. Okay, ich habe nichts gesagt. Sie ist die Göttin, okay? Was? Freunde, sie hatte 375 Millionen Melee-Damage. Und sie war One-Hit. Okay, hier haben wir nochmal die Stats von dem blauen Dude.
Er hat kein Melee-Damage. Also ist es göttlich. Hallo, Gary, wo willst du hin? Ich will doch nicht fliegen, verdammte Scheiße! Komm runter! Hilfe! Komm zurück! Hilfe! Warte, ich lade dich hier ein. Oh, es ist so geil. Ich liebe die Frau, ey. Freunde, ich hab sie nochmal hergeholt, weil ich... Es ist... Das ist der Gott und das ist die Göttin. For real jetzt. Sie hat mit 375 Millionen aber keine Chance gegen den Gott gehabt. Das war heftig. Bist du hier drin? Ja. Gut. Okay. Ja, Freunde, wie gesagt halt. Aber, ja? Pass auf, bevor wir hier enden, geh mal auf ihn drauf, ne? Ja. Und greif mal irgendwas an, dann siehst du, er ist gar nicht so stark. Ach, er hier? Ja. Ach so, wenn ich jetzt jemanden schlage? Ja. Ich weiß, ich weiß. Er gibt nur ab. Genau, ja, das habe ich vorhin auch gesehen. Ins Nichts. Ja, aber die Frau gefällt mir, dir auch, oder? Ich mag den Kleinen hier. Ich mag die Frau. Guck mal, wie süß. Ja, er ist wirklich, die Frau ist auch süß. Nee. Okay, ja, Freunde, wie gesagt halt, das war jetzt nur als Spaß gedacht, weil Ark Mythos, ich sag mal, war anfangs cool, aber wer hätte gedacht, dass die Mods so kaputt sind? Und ja, was machst du da? Okay. Gary, wir gehen mit denen nach Hause, oder? Ja. Wir fangen mit denen neues Leben an. Wollen wir so machen? Ja. Ja, dann Göttin, meine Göttin, Drache, Gary und Gott. Ach, ist gut. Gary, du bist ja auch meine Göttin. Hier, nimm so. Das, nimm das. Wir werden jetzt ein friedsames Leben führen, ohne die Mythmod. Oh, warte, ich komm mit. Denn, ihr habt ja gesehen, die Mythmod hat nicht mehr funktioniert. Okay, meine Göttin ist auch wieder da. So, okay, ihr habt's ja gesehen. Das war's von Ark Mythos. Das war's mit den ganzen geilen Viechern. Das war's mit Gary, mit mir, aber Ark Valguero oder, ich weiß nicht, wann das DLC rauskommt, aber ich glaube, es kommt erst im Dezember. Ja. Kommt dann auch auf jeden Fall auf meinen Kanal. Auf jeden Fall geht's nächste Woche weiter. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und ja, dann heißt es auf jeden Fall, Lebewohl zu sagen an den ganzen wunderschönen Dinos. Bye-bye. Ach man, es ist schon echt traurig, diese ganzen schönen Dinos. Ich weiß, die Folge hat ein bisschen Überlänge, aber was will man machen? Ach ja. Hi, großer Brachio. Hi, schöne Burg. Ach ja, irgendwie werde ich das vermissen. Irgendwie. Oder du auch, oder? Ja, irgendwie ja schon, aber irgendwie ist noch vor Sendung vorbei. Irgendwie schon. Wollen wir schlafen gehen? Forever and ever. Komm, lass schlafen gehen. Forever and ever. Leb wohl, meine Freunde. Göttin, vergiss mich nicht. Oh Gott, ich glaube an dich, okay? So. Ich kann da durchfliegen. Komm mit, Gary. Komm. Lass dein letztes Mal... Nee, du kommst nicht mit dem Drachen rein. Der ist zu groß. Lass ihn draußen. Komm. Vielleicht sehen wir ihn ja eines Tages wieder. Vielleicht kümmert sich ja jemand noch um die Mythmod. So, kommst du mit? Komm. So. Wir legen uns ein einziges und letztes Mal hin und schlafen. Warum da drüben, Gary? Kannst du ruhig näher kommen? Ich hab das bitte ausgewählt. Ich beiß schon nicht. Warte, Gary. Nein. Wir legen uns nicht hier hin. Ich habe uns extra ein Doppelbett schon mal gebaut. Ich glaube, das ist hier drin. Ja, hier. Hier, komm. Ich hab's einmal hingestellt, aber nie benutzt. Ja, komm. Legen wir uns hin. So. Gary, good night. Warte, das passt noch gar nicht. Moment, ich muss mich doch erstmal ausziehen hier. Ach so, ja, ich bin schon nackig. Man kennt mich. So, Gary, dann. Good night, okay? Good night. Good night. So, schlafen Sie gut. Wir auch. Was habt ihr getan? Hä? Gary, hast du das gehört? Ja, aber was? Bitte? Was habt ihr mit dem mystischen Fischer gemacht? Gar nichts. Hä? Wer spricht denn da? Gar nichts. Das warst doch du, oder nicht? Was das war? Ich schieb das doch nicht auf mich, Gary. Du redest doch immer im Schlaf. Das war nichts. Die Mythmod ist kaputt. Hast du verstanden? Ihr werdet noch sehen, was ihr davon habt. Gary, ich... komm hier unter Bett. Gary, das ist eindeutig nicht du. Gary, ich bin nicht eindeutig ich. Gary, ich bin nicht schuld. Oh Gott, wir haben nichts getan, okay? Die Mythmod und die Promod ist kaputt. Pass auf. Und nun habt ihr's davon. Gary, falls es unser Ende ist, wir sehen uns wieder, okay? Bitte gib nicht auf. Ich werde einfach respawnen, so wie immer. Genau, einfach respawnen in eine neue Welt. Ohne die Mythmod, ohne die und die Prometheus.
Oh, ich glaube, die ist, ich glaube, der wird gleich böse sein. Ich spüre ein böses Karma. Ich auch. Ich halte es nicht mehr aus. Erledige sie. Jawohl, mein Meister. Ich erledige es. Okay. Dann tu es, wie ihr befehlt, mein Meister. Braves Mädchen. So gefällt's mir. Kommst du wohl doch nicht, ja? Hast du Pech, ja? Hat er Angst? Haha. Hat er Angst? Gary macht Hühner-Emote. 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 Sie hat Angst. Hier. Da. Hier, du Schau feiges zu. Huhn, du. Du feige Sau. Du feiges Huhn. Ich glaube, sie ist wirklich feige oder erst feige. So, dann lass dich schlafen, Gary, okay? Ja. Aber ich behalte trotzdem Eingang im Auge. Ich auch, ich hab irgendwie Angst. Oh, hallo, Miss. Oh. Das war's. Eine Geschichte von Tilorius und Gary. Sie nahmen ein schnelles Ende. Sie haben's herausgefordert. Sie haben Lena beleidigt, die Mythmod beleidigt. Und das haben sie nun davon. Naja, bis zum nächsten Projekt. Falls euch natürlich gefallen hat, Freunde, dann lasst auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.